Würde ich empfehlen, halt nochmal lieber ein bisschen Sicherheitsabstand hier in den Käfern. Weiß nicht, warum es bei mir so extrem geleckt, aber... Ja, ich hab's noch im Griff. So, jetzt einmal links ab. Leck, 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 Achtung, fetter Leck. Wenn ihr aufgeschlossen habt, sagt Bescheid, dann erhöhe ich die Geschwindigkeit. Ich fahr jetzt erstmal 60. Ich bin auf der Esse hier vom Clubstream. Romy ist hinter mir. Okay. Ist nicht umsonst OP, ne? Genau. Auf 80 hoch. Okay, ja. Danach mache ich bei Bobby die Haya Bubu, ne? Also heute ist auch ein... Aber der von Haya Bubu. Tag, ne? Also ein bisschen später von 14 bis 16. Gerade so gut Musik. Ja, jetzt haben wir mal. Gleich an der Tanke sind die. Kannst du die Musik ein bisschen lauter machen? Wenn es keinen anderen stört. Es gibt doch so viele Rub My Bretter, ja, hab ich auch. Ne? Jeder kann den Musikblock hier anklicken, wenn es ihn zu laut ist und etwas leiser stellen. Die Spur. Den Stream und merke gar nicht, dass ich langsam werde, weil es bergauf geht. Stimmt, ich meine, jetzt ist ja gerade echt eine gerade Strecke hier auf der Landstraße. Ja. Aber ich habe echt Panik, dass ich schlicht hier mal in die Gegend verkehrt. Zau endlich ab und lass die Musik weiterlaufen. Echt. Der alte Mann muss ins Bett. Der braucht seinen Tee und seine Kleidung. So, und jetzt rechts auf die Autobahn. Bill. Guck mal, dann sind wir schon gleich da. Jo, ich sehe aber echt ernsthaft.
Aber bist du doch. Halten wir erstmal kurz hier an, sammeln uns kurz wieder. Der letzte ist wer? Rummi. Können aber los. Nee, warte mal, ich muss mal hier nach der Mucke gucken. Ich weiß auch nicht, warum das als Radio ausgeht. Weil hier auf der Tanke stand keiner. Jo, der Tankstelle war schon eingeredet. Ey, ich mach den Livestream aus, das ist so ehrlich. Tut mir echt leid. Was ist denn damit? Fertig. Kann mal starten. Von mir aus. Was haben wir denn jetzt noch als nächsten Ziele? Was? Zürich zuerst, gell, dann? Das fahren wir jetzt nach Stuttgart, also eher Mannheim. Stuttgart. Das ist eher, weil der Steinbruch ist eher bei Mannheim als bei Stuttgart. Wir fahren jetzt hier gleich rechts auf die Autobahn und fahren wir bis circa bis nach Richtung Köln und von da über Landstraße runter Richtung Mannheim. Okay. Ja, die Strecke ist gut. Ja, der wollte mich fast nur über Autobahn leiten, habe ich ihm geguckt. Ich denke mal, so ist es schicker und angenehmer. Als eine Autobahn ist auch langweilig. Boah, der Bass, der hämmert hier wieder in 7.1 durchs Headset. Das Headset ist aber auch geil. Das sag ich dir. Was hast du denn? G35. Mal überlegen, ob ich mir dieses Wire-Ding da hole, das Kabellose. Aber dafür wollte ich dann noch mit 110 Ocken bezahlen. Ne? Weil es ist ja eigentlich dasselbe, nur kabellos. Ja. Ist auch wirklich im Vergleich genau dasselbe. Mit deutlich auch kabellos. Also ist wirklich echt cool. Ja, wenn du Pech hast, irgendwann ist der Akku drin, alle, bist du gerade mitten am Zocken und sowas, das ist dann auch blöd. Hey, du kannst das Kabel ja anschließen, das Ladekabel. Das interessiert das Headset nicht. Ach so, okay. Ja. Ich habe mich mittlerweile auch für Wireless entschieden, weil ich habe jetzt fast 4 oder 5 Headsets, die sind alle hintereinander am Kabelbruch gestorben. Irgendwann so ausgelutscht halt gewesen. Also das hier, ich habe aus G35, das habe ich jetzt schon seit, keine Ahnung, ich glaube seit 2009. Und hier am ersten Tag keine Probleme. Okay. Hast du erhöht auf 90, gell? Nee, 84. Ah, okay. Ich ärgere mich gerade mit so einem MAN-Fahrer rum. Soll man dir helfen, komm? Genau. Ach, das kann ich auch noch. Jetzt lässt er frei. Einmal linke Spur Richtung Köln. Wollen wir kurz ein bisschen langsamer machen, Promi? Ich weiß nicht, wo du bist. Warum soll ich jetzt langsamer machen? Nee, ich, dass wir hier vorne, ich weiß nicht, ob du jetzt ein bisschen weiter nach hinten dadurch bist. Nee, ich bin hinter dir. Dein Kastenaufbau. Dein Kastenaufbau? Okay. Weder noch. Dann waren bestimmt die gerade Polen und haben irgendwie uns die Trailer vertauscht. Stimmt doch. Hat hier irgendeiner zwischengepusht. Ich habe zum Beispiel einen mit weißen Trailer vor mir. Würdest du dich ausweichen?
Weil den Mann mit den Nerven habe ich ja schon abgehängt. Wo musst du denn eigentlich hin? Wer? Ich auch. Ja. Zürich. Oh, oh, schön. Ja, ich auch Zürich. Ja, wenn, dann muss ich das ja wenigstens lohnen von den Kilometer. Was habt ihr jetzt noch? Zürich. Ich bin noch mit 519 Kilometer. 501, genau. Ja, ich hab Salzburg jetzt noch 850. Linke Spur bitte. Ich muss nach Graz, ich hab noch 1000. Oder was für die linke Arschkacke? Alter, ist die Platte hängen geblieben oder was? Dann hau doch mal auf den Tisch drauf, dann läuft sie wieder. Wir sind schon seit 5 Minuten. Wir können aber auf der linken Spur bleiben. Das ist eher so ein Stück für nachts auf der Bahn, wenn alles dunkel ist. Boah. Meine Lounge-Musik ist ja echt geil, aber in Abwechslung drin wäre schon schön. Was schreit ihr da, Mutter? Das ist ungefähr. Da kriegt er richtig Hallig bei, du. Brauchst ja keine mehr zu rauchen. Mutter. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Da blüht mein Disc-Jockey-Herz wieder auf. Oh. 8 FPS, hier leck mir Arsch. Ach, Quatsch. Nee, ist so. Ja, ja, aber nicht überholen lassen, ne? Wieso? Wieso? Du zuckelst hier rechts und links vor mir her. Ich fahr gerade, da muss ich dann lenken. Auf hier vorne wird's wieder einspurig dann. Wir müssen nach geradeaus weiter. Ich hoffe, das gut geht, Didi. Oh, ich sehe es nicht. Der hat gelogen, es ist doch zweispurig. Wir müssen sich Angst einjagen. Ach, ich denke, als wie kann der mich denn überholen? Ich war ja nur 80 hier. Ganz rüber, Didi. Scheiße! Jetzt bin ich auf der Brücke. Ja, scheiß wieder, ich bin auf dem Sack. Jetzt fahre ich auf die Brücke und knall voll gegen die Brücke, ey, weil ich alles auf mein Handy gucke, weil ich dir zugucke, was du machst. Achtung, Achtung an alle Live-Zuschauer, es tut sich wieder was. Warten Sie noch 15 Sekunden.